Die Schneiderei Doris Heinze verkörpert die Tradition auf der Handwerkerausstellung auf zweierlei Weise. Zum einen durch ihre schlichte Anwesenheit. Doris Heinze und ihre Tochter Delia Münch sind zum 10. Mal bei der Messe dabei und bekamen dafür den silbernen Specht. Zum anderen verkörpern sie Tradition durch ihre Tätigkeit. Sie haben sich nämlich auf Trachten spezialisiert. Modernes spielt für sie aber auch bei alten Brauchtümern eine Rolle. Denn auch bei dem traditionellen Handwerk schwingt immer eine aktuelle Note mit. Und auch bei der Tracht ist das so, dass moderne Elemente einfließen, auch Techniken, die sich weiterentwickeln. Das hat meine Mutter als Handwerksmeister schon gemacht. Und ich als Designerin bringe natürlich hier auch noch wieder neue Ideen mit ein, was zur Bewahrung und dem weiteren Erhalt der Tracht dient. Neben Doris Heinze und ihrer Tochter Delia Münch wurden noch 10 weitere Aussteller mit dem silbernen Specht ausgezeichnet. Die bisher höchste Ehre ist der goldene Specht. Den bekommt man für 20 Teilnahmen an der Handwerkerausstellung. Den bekamen in diesem Jahr 4 Betriebe. Langsam müssen sich die Veranstalter aber einen neuen Preis einfallen lassen. Immer mehr Unternehmen steuern auf ihre 30. Teilnahme zu. Allen voran die Sparkasse Spree-Neiße. Sie sind Gründungsmitglied der Messe und waren bei bisher allen 27 Ausgaben dabei. Vorstand Ralf Braun kann sich noch gut an die Anfangszeit erinnern. Für mich ist immer wieder eine sehr, sehr große Freude zu sehen, wie sich die Messe entwickelt hat. Von 1991 an, damals mit 22 Ausstellern und 600 Besuchern, hin jetzt zu einem wirklichen Publikumsmagneten mit 295 Ausstellern und weit über 10.000 Besuchern in den beiden Tagen. Eine sehr positive Resonanz, haben wir heute schon gehört, ist gegeben. Darüber freuen wir uns sehr und es macht wirklich Spaß, das so zu erleben und zu beobachten. Den Stellenwert der Messe erkennt man auch gut am Stand der Sparkasse. 80 Mitarbeiter waren hier an beiden Tagen präsent. Kinder konnten den großen Knacksbereich erkunden und sich austoben. Währenddessen hatten Mama und Papa viel Zeit für Gespräche. Dabei gab es eine breite Palette an Finanzdiensten. Im Fokus stand aber der Traum vom Eigenheim. In Zeiten von Niedrigzinsen, die wir im Moment eben haben, ist die Immobilie top interessant. Es war noch nie so günstig, sich sein Haus zu finanzieren. Oft ist es günstiger als eine Miete. Insofern trifft der ein oder andere hoffentlich dann auch 400 Angebote, die wir hier bieten und kann ja auch dann ringsrum sein Haus komplett ausstatten. Und das ist ja der Kern dieser Messe. Ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Macht allen großen Spaß. In allen 5 Hallen der Messe Cottbus hat sich das Handwerk präsentiert. Es ist die größte Leistungsschau dieser Art in Brandenburg. Dann ist es ganz wichtig, dass sich unsere Handwerkerbetriebe hier regional auch präsentieren können, dass sie zeigen können, dass sie da sind, dass sie immer noch da sind und vor allen Dingen, sie können zeigen, was sie leisten, was tagtäglich auf den Baustellen oder in den Werkstätten oder ich sag jetzt mal in den Betrieben geleistet wird. Für Doris Heinze und ihre Tochter Delia war die Handwerkerausstellung auch eine willkommene Abwechslung vom aktuellen Alltag. Derzeit werden überall in Südbrandenburg die sorbisch-wendischen Bräuche gefeiert. Mit dabei sind natürlich auch die Trachten aus ihrer Schneiderei.